Hallo, hier ist Full of Games und herzlich willkommen zum Timmeling gegen den guten Capcolord in der GPL natürlich für den 16. Spieltag. Meine ich, müsste es doch. Ja, doch, das ist es. Ja, das letzte Mal, als wir gegen Capco gekämpft haben, da. Ja, sagen wir mal, es ist ein Kampf, an dem wir uns alle schön erinnern. Diese schöne 6-0-Niederlage, die wir genommen haben, die natürlich. Ja, Pokémon war einfach Pokémon, sagen wir es einfach mal so. Und es waren einfach viel zu viele Hacks, gegen die ich halt auch nichts machen konnte. Sagen wir es einfach mal so. Und ja, das darf uns nicht demotivieren. Wir müssen nämlich tatsächlich in der Rockrunde das Capco weghauen. Weil ich möchte irgendwie auch ein Zeichen setzen, dass ich alle, die mich besiegt haben, ich auch besiegen kann. Das heißt, ich muss Capco weghauen. Allerdings hat er tatsächlich einige Switches gemacht in der Rückrunde. Und sein Team ist tatsächlich um einiges threateninger geworden. So, ich habe ja das letzte Mal T-Spikes gegengebracht. So, die letzten zwei Games waren T-Spikes richtig gut gegen ihn, aber das Ding ist halt, er hat so ein paar Switches gemacht, das Toxpex hat einfach fast gar nicht viable gegen ihn ist, weil er einfach die meisten Mons von ihm einfach Toxpex weghauen können. So, deswegen sehe ich Toxpex diesen Matchup eigentlich fast gar nicht. Aber was hat er denn für Mods? Er hat natürlich immer noch seinen Tapu Koko mit dem Tetstein. Richtig, richtig starkes Mon. Muss man sich gigantisch gegen preppen. Mega Galagladi, genauso stark. Einfach zwei richtig gigantische offensive Threats natürlich. Dann hat er Porygon 2. Da muss man sich natürlich defensiv gegen preppen. Dann hat er Demeteros, wo sehr viele Leute das disrespected haben. Aber ich habe richtig Angst vor dem Ding, muss ich sagen. Vor allem, wenn er so ein Live-Upset mit EQ, Stone Edge, HP Flying ist, dann habe ich einfach fast gar keinen. Nee, da habe ich keinen Switch. Was ein bisschen ein Problem ist, also da muss man dann auf jeden Fall gucken, wie man das handeln möchte. Das könnte mich sonst sehr außer Hand geraten und dann könnte ich dagegen verlieren. Er hat Zumpex, das ist so, glaube ich, der geringste Threat, den ich in seinem Team sehe. Der kann aber Rock Swing, der ist bulky. Das ist, denke ich mal, relativ cool für ihn. Kyurem, was auch ein gigantisches Problem ist, muss ich sagen. So, ich habe mich natürlich wieder dagegen gepreppt, aber es ist trotzdem eine riesige Gefahr, wo man sich gegen preppen muss. Kravumps. Und jetzt ohne Spaß, Specs Kravumps ist richtig, richtig, richtig gut. Da muss man sich richtig gegen preppen, weil sonst killt es einfach immer was. Und das Ding ist, es hat er genug Bulk, um Hit zu tanken und dementsprechend. Oh, 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 der ist böse. Dann hat er jetzt die Hellmeis. Gut, das sehe ich jetzt nicht so als gefährlich an. Ich meine, von der Step-Kombi kann er vielleicht was machen, aber ich sehe halt, dass ich da Mega Hera gehe und Kill kriege. Also, das passt schon. Erzlurpuff, der ist, I guess, ziemlich cool. Das ist ein zweiterer Sticky-Rap-Leger, was halt auch, denke ich mal, I guess, ganz fein für ihn ist. Aber wir haben halt die Bullet Punch-Priorität und das. Deswegen sehe ich den eigentlich nicht. Aber muss man da mal gucken. Dann hat er immer noch seinen Livani, das hat auch nochmal Sticky Rap, hat das letzte Mal auch so ein SD-Beton-Pest-Set gespielt. Das könnte interessant sein. Dann Komala. Welcher tatsächlich so sein zweiter, sein dritter Normal-Type ist, aber so Bandit Komala ist tatsächlich echt ein gigantischer Threat, weil einfach so Bandit Last Resort super viel Damage macht. Und da muss man aufpassen, zum Glück ist er nicht so schnell, aber das Ding ist halt so, ich habe zwei Mega Heracross dabei, ich habe keinen Speed drauf getan, weil das Ding ist halt, entweder der haut super viel Speed drauf, dann lohnt sich halt so ein bisschen Speed West gar nicht, oder der hat gar keinen Speed und dann lohnt sich Speed West auch nicht, so dementsprechend habe ich keinen Speed West drauf, aber gut. Ich möchte kurz nochmal darauf eingehen, was er letztes Mal dabei hatte. Er hatte letztes Mal irgendwie Z-Donner, Tapu Koko mit Donnerblitz und da war er noch Zauberschein und Kehrtwende. Nee, hat er nicht, genau. Er hatte Zauberschein und dann Auflockern. Das kann er diesmal nicht machen, weil ich habe ja Lantern. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er entweder den Z-Feen-Move spielt oder den Z-Pflanzen-Move, weil sonst war Lantern einfach das Tapu Koko gigantisch. Dementsprechend sehe ich halt das. Dementsprechend musste mich natürlich auch dagegen vorbereiten. Er hatte Mega Galagladi mit Protzer, Painspit, Lightheiler, heißt das auf Deutsch, er hatte Gift-Heap und Erdbeben. Was tatsächlich, wenn er das bringt, gar nicht mal so bad für mich ist. Das Ding ist halt, er kann sich halt sowas, auf sowas wie Uxie setupen, das heißt, ich gehe quasi mit dem doppelt down, weil halt ich zu wenig Damage mit V-Play mache. Aber gut, dann muss ich damit leben, weil er kann sich da jetzt ja gerade gegen mich recovern, aber na gut. Wenn ich Jux für Mega Galagladi traden kann, dann passt das. Pokémon 2 hatte er nicht dabei, meine ich. Hatte er? Also nicht, er hatte natürlich Gyarados dabei, das ist ja egal. Das Liverni hätte er dabei, sonst hat er, glaube ich, nichts dabei gehabt, was irgendwie, ja. Das irgendwie jetzt noch in seinem Team ist, dementsprechend, denke ich mal, passt das. Doch, hatte Expert Bell Kyurem, physisches Kyurem mit Dunkelklau, Senkkopfstoß und Eisstrahl und Eisenschein. Und naja, ich sehe das Set als, es kann gefährlich sein, muss ich gestehen, aber auch nicht so gut.
Dementsprechend weiß ich nicht, ob es bringen wird. Aber gucken wir mal gucken. Man muss sich auf jeden Fall auf alles preppen. Das ist relativ wichtig. Ich hatte gerade quasi einen Frosch im Hals. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber gut, also was habe ich denn dabei? Wir sehen hier so ein sehr spezial defensives Meta raus mit der Assault Vest. Ich habe überlegt eine Zeit lang, ob ich Sugarberry spiele. Und das Ding ist halt, also erstmal gehe ich auf die Moves an, die gesetzt waren. Patronieb garantiert. Einfach um eine Priorität zu haben, die gegen Qum gut ist. Vor allem auch gegen das Sabayone, das gute... eben konnte ich nur den englischen Namen, jetzt kann ich nur den deutschen Namen. Slurpuff. Einfach um das mit der Priorität zu finishen zu können. Einfach generell die Priorität ist halt super nice. Dann habe ich Grassnot, weil das Ding ist halt Zumpex, ist halt so ein Mon, das kommt halt super leicht in den Metagross rein. Und mit Grassnot kann ich einfach tooten, wenn der Ass dabei ist, dann wird er halt ziemlich safe vermutlich da reinwechseln, wenn er nicht in P2 wechselt. Und dann ist er einfach getootet. Und das ist relativ nice. Ice Punch ist einfach so ein bisschen, um die Coverage abzurunden. Keine Ahnung, damit treffe ich halt so ein paar Mons, die ich sonst nicht treffe. Und vor allem Lenu vierfach effektiv, falls es irgendwann mal dazu kommt, dass er da rein möchte oder sowas. Und das waren die drei Moves, die für mich so ein bisschen gesetzt waren. Und dann hatte ich auf der Sugarberry-Variante Toxin für das Porygon 2. Aber das Ding ist halt, ich sehe das gar nicht mal so wichtig an, weil ich halt noch auf ein paar andere Mods Toxin habe. Und tatsächlich, ich habe mit der Assault Vest halt auch sowas wie, also besser einen Boomers von Explode tanke. Halt auch ein Z-Move natürlich von Tapu Koko und sowas. Ich werde auch, glaube ich, nicht von Tapu Koko getootet und so Mist. Das ist halt, AV ist halt viel besser auf Metagross als halt irgendwie Sugarberry meiner Meinung nach gegen die anderen Monster jetzt nicht, sagen wir mal, vor allem Lando natürlich Zumpex sind, aber das, da möchte ich ja eh nicht rein. Und Qum, da denke ich eh die auf Power, dementsprechend passt das. Also hier auf dem AV-Metagross habe ich jetzt Meteor Mash statt Toxin. Das ist einfach, damit ich halt, also Meteor Mash ist auch nochmal nice, weil ich halt einfach damit einen starken Step-Move habe, der halt auch Q mehr Damage macht als so ein Patronieb, der nicht mal so viel Damage macht. Und damit kriege ich halt auf den meisten seiner Mons eigentlich den besten Damage, was halt auch ziemlich cool ist, würde ich mal sagen. EV-Spray ist einfach für maximale Spezialdefensive, das ich machen kann, mit dem, um noch das Wesen zu verwenden. Ich kann nochmal gerade zeigen, was ich damit tanke. Das ist eigentlich relativ interessant, weil tatsächlich dieses Spezial-Defensiv-Investment ist irgendwie so das Beste. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das Specs ist, weil sonst kann ich das dealen. Wir sehen ja hier zum Beispiel, dass wir halt Live-Op-Dings tanken. Wir würden halt nicht Mordor spielen, gehe ich mal nicht davon aus. Das Live-Op-Earth-Power tanken wir, was relativ cool ist. Sagen wir mal, er hat Explode und so. Da tanken wir natürlich auch den Boomburst wie sonst was. Gut, Specs, Fire Blast kann jetzt was machen. Aber Timber ist noch nicht mal, ist noch mal im Low. Boomburst macht halt gar nichts, das ist relativ nice. Wenn wir mal Tapu Koko uns auch angucken, sagen wir mal, wir gucken uns mal Specs an. Gut, Specs natürlich. Ich wollte gerade sagen, Specs ist natürlich stärker, das kann uns tun. Aber never mind, wir denken von Specs da, wo Koko einfach mal zwei T-Words. Das ist doch nice. Ja, der ist halt einfach cool. So, dementsprechend, ich wollte den einfach hier drin haben. Ich würde so viel Spezialdefensive wie möglich. Aber das Ding ist halt, ich möchte dann den Angriff auch nicht ausgeben. Das Ding ist halt, wenn ich halt hier ein Wesen in Spezialdefensive gehe, dann verliere ich halt eigentlich sehr viele Punkte, als wenn ich einfach ins Wesen für Angriff gehe. Weil das Ding ist halt, wir haben halt eine große Angriffsbase und da lohnt es sich mehr, dass ich ein Wesen für Angriff nehme, weil dann kriege ich mehr Punkte für den Angriff. Und dementsprechend dachte ich mir, okay, ich möchte auch noch ein bisschen zuhauen können und dann passt das Ganze so. Gut, Metagross ward auf jeden Fall super, super viel, was mich freut und tankt halt auch wieder viel, wie eigentlich immer. Oh, Vicky sollte nicht shiny sein, da kommt später zu was Shinies. Ich habe gesagt, dass wir ein Pokémon haben, was Tapu Koko wollen soll, was ja mal reinkommen soll. Das ist natürlich Lanto mit der Volt-Absorb-Fähigkeit. Und diesmal haben wir ein sehr, sehr, sehr defensives Lanto. Normalerweise hatten wir ja immer was Spezialangriff-Investment, aber diesmal nicht. Wir haben ein sehr, sehr, sehr spezialdefensives Lanto und da zeige ich auch mal ganz kurz genau den Grund. Also das ist irgendwie so das perfekte Investment, was ich so rausgefunden habe. Gut, wir werden gefreedet von Specs Dazzling, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht ist. Sagen wir mal, ich habe hier Dazzling gelieben, ich habe hier so. Choice Band, aber ist ja egal. Grassnot macht natürlich erstmal nichts, weil gelernt tun wir nichts. Dann gehen wir mal von dem Z-Move aus. Z-Move macht natürlich so 70% und mit Dazzling kann er uns nicht ausmachen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier Spiel runtergehe, das ist das immer noch so. Aber, also das Ding ist halt, ich hatte anfangs ein bisschen weniger HP, aber dann habe ich gesehen, okay, was hat er noch für andere Monster? Er hat zum Beispiel Explode. Und gegen Explode, wenn er nicht Specs ist, können wir tatsächlich sogar zwei Boomers nehmen. Das heißt, wenn das Garf ist oder so, dann tanken wir zwei Boomers, was natürlich relativ nice ist. Und das kommt auch ähnlich mit dem Q-Bestand. Natürlich tanken wir nicht zwei Specs Earth Paws, aber sagen wir mal, der ist auch wieder das alte, keine Item, sagen wir mal, es lässt oder so. Dann tanken wir auch zwei Earth Paws, was halt relativ nice ist. Dementsprechend wollte ich nochmal ein bisschen mehr HP haben, als nötig ist für Tapu Koko, einfach um diese Rolls dazu bekommen. Und der Rest meines Investments ist dann einfach das meiste in die Dev. Ich habe nochmal 20 in Speed getan, weil er hat halt ein paar Mods, mit denen er mich das Speed creepen möchte. Also mein Anton.
Und falls ich den Speed Creepen könnte, dann wäre das natürlich relativ cool. Und ich kann zwar jetzt noch einiges in Defensive stecken, aber das Ding ist halt, von den meisten Mons tanken wir, wenn überhaupt, ein Hit. Und da wird das auch nichts zum Two-Hit. Genau, sagen wir mal, von Mega Galagalli können wir auf Full Health, also den tanken wir auf Full Health an im Nahkampf. Und mehr ja, bringt uns dann nichts. Dann gehen wir halt immer in die Bären-Range, was ganz cool ist. Und dann sind wir immer noch relativ voll. Und mit den Drops machen wir mit Voltwechsel dann noch ein bisschen Schaden, was ganz cool ist. Was auch cool an Lanthorn ist, ist quasi mein Porygon 2 Counter in Anführungszeichen. Weil das Ding ist halt, ich kann alles, was Porygon 2 machen möchte, reinkommen. Tri-Attack ist ein bisschen nervig, aber gut, dann wäre das eben so, wenn er das überhaupt spielt. Ich kann das Ding vergiften und selbst wenn er mich vergiftet, habe ich die Heal-Bell. Das heißt, ich kann mich dann einfach wieder heilen. Und im Long Run gewinne ich das, weil er lernt ja keine Heal-Bell. Und dementsprechend ist Lanthorn da natürlich relativ cool und ist deswegen auch so ein defensives Set. Scald natürlich einfach, weil das einfach so ein Move ist, in denen halt sowas wie Landorus und Swamp halt nicht rein möchten. Die zwei Voltswitch Immunities, die möchten noch nicht getoxic werden, dementsprechend passt das. Und Voltswitch natürlich wegen Momentum. Wird auch nochmal geboostet im Terrain, was relativ nice ist. Wir haben zwar nicht so viel Special Attack jetzt hier, aber ich denke mal, das ist fein. Der Bulgis wird halt eher benötigt und dann passt das, denke ich mal. Ja, das ist einer meiner Heal-Bälle. Das Ding ist halt, ich habe mir auch ein bisschen gedacht, dass ich halt ein bisschen Angst habe, weil er hat mich ja letztes Mal gefreezed, deswegen wollte ich einmal mit Scald bin ich relativ schnell aufgefordert, mit Heal-Bell kann ich was machen. Aber es ist, wenn ich hier zum Beispiel Augustatus werde und das unbedingt weghaben möchte, dann gehen wir mal kurz weiter. Es gibt mir mal kurz einen Mann. Dann habe ich nämlich nochmal Heal-Bell und diesmal haben wir wieder ein defensives Yuxi, genauso wie im letzten Match. Ist mein Rocker, hat natürlich schön den Schmarotzer. Und das Ding ist halt, ich habe mir halt überlegt, gut, ich möchte eine Anti-Status-Strategie haben. Sagen wir mal, Lanthorn ist weg, irgendwas ist gefreezed. Da habe ich immer noch einen Heal-Bell und das Coole ist ja auch, wir haben ja den Set-Kristall jetzt auf Yuxi getan. Und wenn ich eine Malium Z Heal-Bell ansetze, einfach sagen wir mal, ich bin auf 1 KP ab Toxin und so, da kommt eine Malium Z, dann bin ich A, voll geheilt und Heal-Bell kommt trotzdem durch. Das heißt, Status ist weg und ich bin voll gehalten. Das wäre natürlich richtig gut, wenn das so durchgeht. Und mit dem Westwind tanken wir auch relativ viel von Mega Gallade. Und der Z-Kristall bringt mir auch nochmal was, dass der Knockoff halt weniger macht. Weil der kann den Z-Kristall ja nicht abschlagen und dementsprechend macht auch Knockoff weniger. Und das ist relativ nice. Mit V-Play natürlich machen wir auf Mega Gallade die meisten Schaden. Und Yuxi ist auch die beste Antwort für Mega Gallade. Wenn er nicht dabei hat, wäre auch cool, den als Lando-Antwort zu haben. Das kommt dann darauf an, was im Game passiert. Wenn Mega Gallade zum Beispiel relativ schnell weg ist, kann ich Yuxi auch noch für Lando verwenden. Das wäre auch relativ cool. Da muss man dann natürlich einfach mal gucken, wie das Game werden wird. Aber Yuxi generell auch nicht schlecht, kann auch von den meisten Mons einfach einen Hit tanken. Und mit V-Play mache ich ein bisschen was. Und mit Yuten kann ich mir auch noch Momentum holen und aus Matchups rauskommen, die jetzt nicht so geil sind. Sagen wir mal Porygon 2, da gehe ich einfach in Lanthorn und kann, oder ne, sagen wir Mega Heracross einfach, das nächste Mon hier. und kann einfach ein Close Combat raushauen. Und Mega Heracross ist auch relativ cool, weil selbst wenn wir gestartet werden, dann müssen wir noch nicht mal Mega, dann haben wir einfach drauf. Und natürlich in der Mega sind wir richtig bulky, weil wir halt Max HP sind. Ich könnte auch sowas wie irgendwie ein bisschen Speed Invested Explode kriegen, aber das Ding ist halt, wenn der Explode, wie gesagt, Speed Creepen wird, dann wird er halt relativ viel Speed Creepen, weil ich denke mir halt, da würde er denken, okay, Herald Speed Invest auf sowas wie Slurpuff, dann braucht er relativ viel Speed für einen Slurpuff Speed Creep oder sowas. Und dann lohnt es sich für mich kein Speed Creep zu machen, weil das Ding ist halt so, also ich verliere halt viel Bulk und gegen Ende bringt mir das Speed Creep nichts. Dementsprechend so viel Bulk wie möglich, weil so tanke ich halt auch so ein Specs Boomburst von Explode und auch ein Specs Fireblast, was ganz nice ist. Auch ein T-Bolt von Specs Coco und sowas. Ich tanke halt einfach einen Hit, was halt nice ist. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich halt den mal safe reinbekommen muss. Ich kann da einfach mal einen Hit tanken und dann kann ich draufhauen. Und was mein Moveset, Close Combat, ist garantiert natürlich gesetzt. Damit mache ich am meisten Schaden gegen sowas wie Polygon 2. Auch Explode und generell möchte da nicht viel reinwechseln. Bullet Seed ist so mein anderer Move, damit haue ich auch das Swampert weg. Und das Ding ist halt, das trifft halt auch am stärksten sowas wie Tapu Koko und Landorus Eye. Ich könnte Rock Blast spielen, aber das ja, bringt mir nicht so viel, weil halt Bullet Seed einfach alles besser trifft. Und die Mons, die halt von Bullet Seed resistet werden, kann ich halt auch mit Close Combat treffen. Oder beim letzten Move der Pin Missile ist, weil das Ding ist halt gerade, warp mich die Hellmeist so ein bisschen und das Livani. Und wenn ich aber Pin Missile spiele, dann sterben die einfach. Und das ist ja auch ein Step Move, da möchte auch nichts reinkommen. Das ist ja 125er Stärke, weil das wird ja, das trifft ja 5-mal. Dementsprechend ist das ziemlich nice. Und mein letzter Move ist dann einfach Sub, weil das Ding ist halt, SD brauche ich nicht. Und mit Sub kann ich vielleicht, wenn er irgendwie so ein physisches Lando spielt, was keinen Flying Move hat, sagen wir mal, ist Rocks, EQ, U-Turn, Staunch oder sowas. Da kann ich dann was haben, wenn er keinen Level-Up trägt, weil dann macht er mir nicht genug Schaden. Was halt relativ cool ist. Oder sagen wir mal, ich sub auf den Switch da rein, weil er denkt, Bullet Seed tanken und dann, ja, kann er mein Sub nicht brechen. Das wäre natürlich richtig, richtig cool. Aber gut, muss man mal gucken. Mega Hera auf jeden Fall relativ nice in dem Matchup, sollte auf jeden Fall einen Kill claimen, wenn ich das richtig anstelle. Und dementsprechend richtig cool. Dann haben wir noch Floris, was diesmal sehr spezial defensiv ist. Spezial defensiver als im letzten Kampf gegen Capco. Das ist natürlich A, wieder wegen Coco, aber diesmal habe ich mir auch gedacht, Explode ist ein gigantischer Threat. Und einfach damit ich hier gegen Safe stimme, natürlich auch gegen Q. Gut, gucken wir mal, das macht gar nichts. Und dann gut, geben wir ihm mal
die Specs of a Doubt. Selbst Flashcan. Machen wir mal Flashcan rein, ja. Er kann uns halt nicht tun. Dann hauen wir sogar mal Modest rein. Also gegen Special Mons stehen wir halt einfach perfekt da. Sagen wir mal, wir holen jetzt Explode rein. Weil das Ding ist halt, Explode sah ich ein bisschen als gefährlich. Wir gucken mal, selbst Specs Boomers macht so viel Schaden. Aber das Ding ist halt, nach Lefties kann uns die sogar tooten. Und wenn wir einfach noch protecten, dann haben wir die noch Lefties, dass er halt uns nicht tooten kann. Dementsprechend können wir dann wishen und können halt auch Hits von Explode tanken. Da muss ich mir dann einfach weniger Gedanken machen, weil er einfach super gefährlich einfach sonst aussieht. Und ja, ich möchte auch nochmal den Tapu Koko Kelk gerade mal zeigen. Sagen wir mal, wir haben mal gerade Specs T-Bolt. Dann macht das ja, tut das noch nicht mal. Auch so, sagen wir mal, Specs Thunder macht zwar viel, werden wir uns gleich auch sehen, aber dann Specs Thunder, also Simo Thunder plus Thunderbolt knockt halt nicht aus. Was ja cool ist, auch wenn ich keine Lefties habe. Na doch, wenn ich die Lefties habe, keine Lefties habe, ganz knapp kann das ausknocken mit zwei richtigen High Rolls, aber gut. Ja, gehen wir mal davon aus, dass das nicht passiert. Mit dem Train. Flog ist relativ cool, einfach um die speziellen Monster zu warnen. Physisch kann es halt nicht so viel warnen, tatsächlich, sagen wir mal. Oma, das gelegt mir gar nicht. Ich meine, einen Hit tanken wir normalerweise. Ich meine, der Hepper macht jetzt auch nicht so viel. Es wäre natürlich besser, wenn wir, sagen wir mal, 172 im letzten Mal hätten. Aber bei der Körper tatsächlich einfach Gallade probably warm, was ganz cool ist. Aber ja, das ist schon fein. Aber die Spezialdefensive, die ist, glaube ich, wichtiger. Ich meine, wenn der Poison Jab spielt, dann meine ich, ja, warte, killt er uns, meine ich auch nicht. Nee. Also wir leben von allem den Hit zur Not, was halt, denke ich mal, auch das ist, was wir machen müssen. Wir wollen halt sowas wie Lando Eye nicht mehr. Wenn er halt tatsächlich einfach nur, sagen wir mal, hier Earthquake, einfach nur Earthquake normal spielt. Aber das ist halt eben der Trade. Wir müssen halt mit den anderen Monster-Gegnern gut arbeiten. Und das Ding ist halt, ich möchte halt einfach safe gegen die spezialoffensiven Monster stehen. Gegen die physischen offensiven Monster haben wir ja immer noch Yuxi. Und Metagross kann auch auf jeden Fall einen Hit-Tank, genauso wie Trixie. Also das sollte alles fein sein. Gut, das Moveset ist ja einfach wieder ein Wish Protect Flogus. Ich könnte natürlich Synthese spielen, aber Wish Protect hilft mir einfach mehr gegen, ja, hilft mir einfach mehr damit, dass ich ein bisschen Lefties nochmal zurückbekomme, was relativ cool ist. Ein Wish Passen und sowas wie Yuxi wäre auch relativ cool, sagen wir mal, geht ein physisches Monster tatsächlich rein. Dann kann ich wishen, sagen wir mal, auf den Switch oder so, und dann gehe ich einfach in Yuxi. Das physische Monster kann man dann, denke ich mal, nicht so viel machen und ich kriege mein Yuxi wieder hoch. So, die Kombination finde ich ziemlich cool. So, Moomla ist natürlich mein offensiver Step. Und dann habe ich nochmal Toxin drauf getan, einfach damit ich halt sowas wie Poison 2 vergiften kann und halt auch die defensive Mons, die mich vielleicht besiegen möchten, dann einfach besiegen kann mit der Toxin-Attacke. Das ist relativ cool. Und mein letztes Mon ist dann einfach Scarf-Roter Mo. Der ist dann natürlich auch nochmal ran nice, vor allem weil er schneller als alles ist. Tatsächlich habe ich nur einen Mon, was schneller als seine gigantischen Threats wie Tapu Koko, Gallade und Lando Eisen, was ein bisschen gefährlich ist, auch Kyurem, und ich kann mit Roter Mo nicht so viel gegen Kyurem machen. Und das ist ein bisschen gefährlich, muss ich sagen, aber ich sehe halt nicht, wie ich das Team anders bauen soll, weil ich muss so viele defensive Mods mitnehmen, weil ich halt so viel checken muss. Ich kann mir vorstellen, wenn tatsächlich das Game losgeht, dass ich halt mir denken kann, okay, das braucht Mod, brauche ich weniger, dann kann ich ein bisschen, ja, stärker mit anderen einigen Mods spielen, weil ich die einfach, ja, öfter reinholen kann und anders mit anderen. Aber ja, ich muss halt gegen alles gepreppt sein, weil sonst verliere ich einfach und das möchte ich nicht. Und dementsprechend, ja, haben wir hier auch Scarfroot und Mo. Weil es auch mal mit Modest spielbar ist, was halt auch relativ cool ist. Mit Leafstorm mache ich dann auch relativ viel Schaden. Sagen wir mal, wenn ich jetzt zum Beispiel Tapu Koko revengen möchte, dann kann ich euch mal ganz kurz den Kelk zeigen. Mit Lando. Und jetzt einfach mal Tim. Dann machen wir auch relativ viel Schaden. Sagen wir mal, wenn der Rocks ist, dann haben wir sogar eine Chance, den auszunocken. Was halt ziemlich cool ist, muss man sagen. Also Rotom ist halt echt nicht so schwach mit Scarf Leafstorm. Und sagen wir mal, Tapu Koko nach Rocks, der stirbt einfach durch Leafstorm. Und wir können halt auch, also wir sind auch ein guter Softcheck zu Tapu Koko, weil wir können halt in T-Bolt locker reinkommen. Guck mal, das ist Specs T-Bolt. Das hat die vierfache Resistenz, die nice ist. Specs Dazing, die machen natürlich trotzdem viel Schaden, aber das müsst ihr ja erstmal predicten. Wir können halt auch mit Rotomor und sowas wie einen Z-Grass noch reinkommen und sowas. Alles ist alles relativ nice. Und da wir hier Scarf V-Player haben, können wir tatsächlich, sagen wir mal, hier ist Gallade Mega. Dann machen wir erstmal relativ viel Schaden. Wenn er irgendwie mal auf plus 2 kommt, dann können wir ihn tatsächlich einfach auslocken, wenn er mal Rocks Damage genommen hat. Und das ist ja auch dann relativ cool. Und mit Leafstorm macht man generell viel Schaden. Also Scarf Rotom Mo ist relativ cool. Vor allem der Volt Switch ist halt nice. Weil das Ding ist halt, ja, er hat zwar zwei Volt Switch Immunities mit Lano und Swampert, aber die möchten beide nicht in Leafstorm wechseln. Das heißt, er wird vermutlich erstmal nicht so versuchen, da rein zu wechseln. Das heißt, wir können Volt Switchen. Und was auch nochmal nice ist, halt der dritte Move auflockern, weil er hat ja Sticky Web und so. Und da möchte er vermutlich mit seinen defensiven Monstern halt was machen. Und wenn ich auflockern einsetze, er Minspeed Expert oder so spielt, der kann Mega Harrow sogar richtig, richtig gute Arbeit machen, weil er haut einfach diese ganzen langsamen Pokémon weg. Was natürlich ziemlich cool ist und dementsprechend, ja, ich sehe Scarf Rotom Mo einfach und ja, das denke ich mal wird passen. Die größten Threats, muss ich sagen, ist wirklich Kyurem, Mega Gallade.
Ich denke, und auch zum Teil Lando. So, wenn die drei sehe ich, sehe halt auch, also was ich sehe, ist halt garantiert Coco, ich sehe mir Gelade, Lando und Q. So, wenn die weg sind, dann denke ich mal, gewinne ich das, weil er kann sowas wie Expert mitnehmen, aber wir sind halt dagegen gut gepreppt. Ich glaube, es wird dann vermutlich sein fünftes Mon sein oder sechstes Mon, weiß ich nicht. Das kann nicht gut möglich sein, dass es halt einfach P2 ist. Einfach aus dem Grund, dass er halt einfach denkt, guck mal, der Ward relativ viel. Und dann denke ich mal, passt das mit dem Team. Er kann halt auch tatsächlich seinen Kumala mitnehmen, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich sehe da noch nicht mal Sticky Web, aber das Ding ist halt, er hat so viele Mons, wo ich am Ende denke, okay, das kann maybe eine Nische haben. Aber, also so ein paar Mons, die ich halt absolut nicht sehe, ist halt Swampert, sehe ich halt gar nicht. Ich sehe halt auch nicht seinen Ruder, seinen Anker, ich sehe nicht seinen Slurpuff und ich sehe nicht seinen Livani. So, das sind die Mons, die ich nicht sehe und dann haben wir halt 7 Pokémon und dann kommt darauf an, welcher Normal Type, also welcher Normal Type zu Hause bleibt. So sehe ich das, aber das Ding ist, es ist Capco und er kann alles mitnehmen. So, dementsprechend preppe ich mir einfach gegen alles. So. Damit ich gegen Ende nicht doof dastehe. Ich würde hoffen, dass er Livani mitnimmt. Weil dann kann ich für den Mega Area wechseln. Das wäre relativ cool. Aber ja. Wir gucken dann einfach mal, wie das werden wird. Und ich denke mal, ich verabschiede mich dann mal und muss dann auch gleich schon kämpfen. Und sage ich mal, bis dann. Und ciao.